Habe ich eine DVD-Box, die relativ rar geworden ist. Sie ist, glaube ich, von freigegeben ab 18, bla bla bla, von 99. Oh, die ist aber alt. Wow, die ist wirklich alt. Sieht man auch, ein bisschen staubig ist sie. Sie stand in der hintersten Ecke bei mir rum. Die Nightmare on Elm Street Collection ist das. Ich habe sie mir irgendwann mal gekauft. Das ist wirklich schon Ewigkeiten her. Hatte ich noch Haare auf dem Kopf? Naja, gut, wenig Haare habe ich jetzt auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall in den Jahren weniger geworden. Ist leider Veranlagung. Sehr nice, sehr geile Box. Habe ich mir auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr angeguckt. Muss ich ja zugeben, was ist denn das? Was ist denn das? Gucken wir mal in dieses komische Booklet hier rein. Ja, gut, da sind nur die ganzen Teile drin. Bisschen was dazu geschrieben, nichts Besonderes. Wie sind die? Und natürlich nicht freigegeben unter 18 Jahren und direkt eine rote DVD-Hülle. Naja, sind alle Teile, ne, alle Teile ab 18, wusste ich gar nicht. Das war mir neu. Wie gesagt, habt ihr schon seit Ewigkeit nicht mehr geguckt. Sind einfach mal 2, 4, 6, 7 DVDs drin. So sieht das gute Stück aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde ja jetzt sagen, ich werde euch die verlinken. Aber irgendwie wage ich es stark zu bezweifeln, dass es die noch irgendwo gibt auf dem Markt. Falls doch, werde ich euch einfach einen, oder beziehungsweise falls es eine Neuauflage davon geben sollte, werde ich euch die Neuauflage verlinken. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ihr hättet ja direkt nach dem Anfang aufhören können. Oder whatever. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao. Oh, jetzt habe ich es gleich vergessen. Tschubidu.